Vielleicht jetzt wirklich für einen Laien erklärt, als was würdest du dich denn politisch gesehen bezeichnen? Zum Beispiel jetzt wirtschaftspolitisch, was ist das, was du anstrebst? Und da reden wir jetzt nicht vielleicht von einem Utopia in 500 Jahren, sondern jetzt vielleicht für die etwas greifbarere Zukunft. Was stellst du dir denn für ein wirtschaftliches System vor, wo du sagen würdest, das wär's? Ich würde mich als Sozialdemokraten bezeichnen, also als klassischen Sozialdemokraten. Die Politik, die in der Bundesrepublik und in den meisten westlichen Industrieländern von den 50er bis in die 70er Jahre betrieben wurde, die will ich erstmal wieder zurückhaben. Und was man dann eventuell noch besser machen kann, das kann man dann sehen, aber das wäre erstmal das Ziel, was ich politisch hätte. Also Ein das, was du gerade. Sozialismus mit Wagenknecht als Führerin. Das möchtest du. Genau, das habe ich gerade gesagt. Genau das hat er gerade gesagt. Naja, also was du ja gerade gesagt hast, was wir in den 60er, 70er Jahren in Deutschland hatten, das ist ja auch das, was wir, auch was da teilweise, meistens sagen, das ist ja etwas, was wir auch sehr gut finden, dass wir da wieder zurückfinden, oder Star? Ja, ich möchte auf jeden Fall zu einem Zustand zurück, also inwiefern, ja gut, auf die heutige Zeit halt übertragen, dass es reicht, ein Elternteil arbeitet und dann Genau. halt zum Beispiel die Mutter ist zu Hause, kümmert sich um die Kinder, hat halt viele positive Aspekte, dass man zum Beispiel weniger das Kind an den Staat überlässt und dadurch geringere Möglichkeiten entsteht, dass das Kind indoktriniert wird durch die Agenda, die der Staat eventuell vertritt. Ja, zum Beispiel, also vor allem mir persönlich zum Beispiel ist Familienpolitik sehr wichtig. Und ich sehe halt in Familien vor allem das Problem, dass selbst wenn beide arbeiten, dass sie sich dann selbst dann heutzutage kaum noch ein eigenes Häuschen für eine Familie leisten können, auch kaum noch Zeit haben. Und wenn man dann guckt, wie es in den 60er, 70er Jahren war, da konnte halt der Mann, meinetwegen auch die Frau, ist mir dann egal, es reicht aber, wenn ein Elternteil arbeiten ging, das andere hat sich um die Familie und was auch immer gekümmert. Und trotzdem konnte man sich dann auch als Mittelschichtarbeiter ein schönes Häuschen leisten und so weiter und so fort. Und das ist etwas für mich schon mit die wichtigste politische Forderung überhaupt, wo wir hin sollten, ja? Also das finde ich schon sehr Da wichtig. kann ich mich auch im Grunde anschließen. Also es wäre einfach schön, ich würde mir für quasi die kleinen Leute eine geringere Steuerlast auf jeden Fall wünschen, dafür eben ja die Möglichkeit, dass man sich mehr leisten kann, Mit wenn man Höcke als mehr hat Kanzler. einfach von seinem Geld. Das muss immer noch erwähnt werden, das ist wichtig. Ja. Die zwei Dinge, die ihr da gerade ansprecht, steigende Immobilienpreise und dass man sich eben nichts mehr leisten kann. Also nee, das, was du dir gerade angesprochen hast, dass man sich mit einem Normalverdienereinkommen kein Haus mehr leisten kann, das ist auf zwei Entwicklungen zurückzuführen. Erstmal, dass die Löhne sich von der Produktivitätsentwicklung abgekoppelt haben und dass die Immobilienpreise so explodiert sind. Und die Explosion der Immobilienpreise, die könnte man durch staatliche Baupolitik oder durch die Förderung von privatem Wohnungsbau ziemlich leicht abfedern. Es gab mal in Deutschland bis zum Jahr 1990 ein Gesetz für die Wohngemeinnützigkeit. Das wurde von der CDU-FDP-Koalition damals abgeschafft. Und seitdem ist die Zahl von Sozialwohnungen von ungefähr 4 Millionen auf rund 1 Million gesunken. Und ja, wie gesagt, dass die Löhne sich von der Produktivität entkoppelt haben, das hat viel mit der Steuergesetzgebung zu tun. Lisa Fettsack hat gerade im Chat geschrieben, Wagenknecht würde eine 80-prozentige Vermögens- und Reichensteuer dagegen fordern. Also ganz ehrlich, das wird ein sehr alter Vorschlag sein. Heute sind ihre Vorschläge eigentlich nicht mehr so radikal. Aber eine so hohe Vermögensabgabe, also eine einmalige Vermögensabgabe für hundertfache Millionäre und Milliardäre, die wäre erstmal gut, um die Explosion der Vermögensungleichheit der letzten 40 Jahre wieder einzufangen. Aber ist doch schwierig. Also auch guck mal, selbst aus meiner Sicht, und ich bin weit davon entfernt, ein Millionär zu sein oder jemals einer zu werden und so weiter und so fort. Trotzdem halte ich es halt nicht für fair zu sagen, ja gut, der ist jetzt reich, gehen wir doch einfach hin und nehmen ihm sein Geld weg. Verstehst du, was ich damit meine? Ja, aber der Moralisch reich ist, der gesehen? muss weniger von seinem Geld abgeben als du. Warum? Also. Inwiefern? Ja, Netzwerk Steuergerechtigkeit hat ausgerechnet, dass der Steuersatz eines durchschnittlichen Millionärs bei ungefähr 24% der eines durchschnittlichen Ar oder etwas überdurchschnittlichen Arbeitnehmers bei 48% liegt. Also der Sto Aber warum Millionär ist hat das einen, so? weil die Steuergesetze in den letzten Jahrzehnten so geändert wurden. Unter Helmut Kohl, da hätten Millionäre noch Steuersätze von über 50, über 60% zahlen müssen. Heute Steuersätze zwischen 20 und 30%. Also man hat beispielsweise also irgendwann gesagt, Kapitalerträge, die werden jetzt nicht mehr wie ein normales Einkommen besteuert, sondern die werden pauschal mit 25% besteuert. Man hat die Vermögenssteuer auslaufen lassen. Man hat verschiedene Erbschaftssteuerreformen
durchgeführt, die vor allem sehr, sehr hohe Vermögen an der womit sich sehr, sehr hohe Vermögen sehr leicht an der Erbschaftssteuer vorbeischaffen lassen. Also das Beispiel, was ich da immer gebe, ist, als Friede Springer ihre Springer-Aktien an Matthias Döpfner verschenkt hat, da musste keine Erbschaftssteuer drauf bezahlt werden. Weil es eben Schlupflöcher gibt, die das verhindern. Das heißt, wenn du sehr, sehr viel erbst, dann musst du darauf weniger Steuern bezahlen, als wenn du jetzt ein etwas teureres Haus erbst. Das finde ich tatsächlich beides. Ich bin generell gegen die Erbschaftssteuer. Also genau darauf will ich quasi hinaus. Wenn es ein ganz kleiner Betrag ist, kann man noch drüber streiten. Ne? Aber generell, wenn ich jetzt überlege, ne, als Familienmensch und so, natürlich will ich die Dinge, die ich erreiche in meinem Leben, ob es jetzt viel oder wenig ist, meiner Familie hinterlassen. So, deswegen, ich finde es natürlich unfair, wenn ich jetzt von dir höre, dass so jemand wie ich, ein normaler Arbeiter oder so, dass der fast 50% abgeben muss und ein Reicher weniger als das abgeben muss, prozentual gesehen. Finde ich unfair. Da würde ich schon sagen. Aber dann würde ich halt eher sagen, ja gut, dann soll halt ich, der normale Arbeiter in dem Fall, der soll dann einfach auch weniger abgeben. Die Konsequenz wäre für mich jetzt nicht zu sagen, ja, der Reiche muss jetzt irgendwie 80% oder so abgeben. Weißt du, was ich meine? Ja, beides. Beides. Ja. Also man kann die Steuerlast in der Mitte viel, viel mehr senken, wenn man sie oben erhöht. Vor allem, da wir, wie gesagt, so einen starken Anstieg der Vermögensungleichheit gesehen haben. Vor allem, du hast gesagt, man möchte ja an die nächste Generation was weitergeben. Wenn du ein Aktienportfolio im Wert von 10 Milliarden Euro vererbst, also da wird es dich nicht stören, wenn du nur noch 2 Milliarden Euro vererbst. Also dein Kind ist immer noch Milliardär. Ja, aber 80% finde ich halt krass. Ich verstehe, was du meinst. Ich sage, das ist jetzt ganz groß. Milliarden nimmst du ihn einfach weg. Ist jetzt ein Beispiel, nehme ich an. Ist jetzt ein Beispiel, ja. Also ich verstehe, was du meinst, und ich habe durchaus ja auch den Punkt, dass ich ab einem gewissen Grad sage, so, was soll jetzt ein Mensch mit 10 Milliarden? Diskussion hatte ich schon öfters mit Star. Ja? Ich bin grundsätzlich eher auch dagegen, den Leuten ihr Geld wegzunehmen. Ab einem gewissen Punkt, wo die Leute aber anfangen, so mächtig mit ihrem Geld zu sein, dass sie auch politischen Einfluss damit auf die ganze Welt nehmen können, ja, wenn sie dann schwer Milliardäre sind und so, da sage ich auch, ja gut, da kann man mal überlegen, ne? Aber jetzt reden wir jetzt ja, mal zum Beispiel über einen Arzt. Sagen wir mal, ein guter Arzt, der jetzt vielleicht so gerade so Millionär ist. Den würde ich nichts wegnehmen wollen. Das hat er sich irgendwie erarbeitet, nee, ich verdient. Auch nicht. So. Ja, weil der Unterschied ist, also ein Milliardär hat ja das Geld nicht, der hat ja nicht 10 Milliarden auf dem Konto. Das ist ja nicht, das wäre ja total dämlich. Das Geld hat das man investiert in Aktien und in halt Wertanlagen. Ja. Und Aktien und halt kannst du besteuern. Du kannst doch die Aktien als Staat einziehen und die dann an der Börse verkaufen. Ja, aber das wäre halt die Frage, mit welchem Recht nimmst du dem das weg? Also mit dem Recht, mit dem der Staat Steuern einzieht. Ein Staat zieht immer Steuern ein. Also mit dem Recht, dass der Staat das Gewaltmonopol hat. Also mit welchem Recht nimmt der Staat einem normalen Arbeiter die Hälfte seines Einkommens weg? Guter Punkt. Finde ich nämlich auch sehr schlecht, dass sie das tun. Ja, dann kommen wir halt in die Richtung. Wir reden bei Erbschaftssteuer reden wir von Geld, was bereits versteuert wurde. Ja, wie alles. Mit welchem Recht erhebt der Staat da Mehrwertsteuer? Ja, sehe ich genauso. Ich finde, Mehrwertsteuer ist eine Frechheit. Ja, sehe ich auch so. Und dann ist die Frage, was streichen wir jetzt und was könnten wir eventuell anders gestalten? Also ich würde sagen, die Mehrwertsteuer können wir komplett streichen. Ja, sehe ich auch so. Ja, absolut. Vor allem, wenn man bedenkt, wie diese Gelder mittlerweile benutzt werden. Ne? Das ist ja meistens gar nicht mal so im Interesse der eigenen Bevölkerung. Absolut. Ja, nicht. Aber dafür ich erinnere an die Fahrradwege in Peru. Genau, genau. Was? Und eben hier sehe ich das Problem halt daran, dass unser Staat wirft das Geld ja quasi aus dem Fenster. Und ich sehe hier eher als die gute Möglichkeit, der Staat wird Geld gekürzt, gibt Haushaltsdisziplin. Das heißt, man muss sich auf das fokussieren, was wirklich wichtig ist, weil man eben nicht genug Geld hat, um alles Mögliche, was man jetzt gerade finanziert, zu finanzieren. Und da kommt eben halt auch die Schuldenbremse dann mit rein, die halt auch für diese Haushaltsdisziplin sorgt. Nein, sorgt sie nicht. Also wenn der Regierung irgendwas wichtig ist, dann mogelt sie das an der Schuldenbremse vorbei. Die Corona-Zahlung hat man an der Schuldenbremse vorbei getrickst. Man hat damals, also es gab ja vor der Schuldenbremse auch schon Schuldenregeln, in der Finanzkrise die Bankenrettung komplett daran vorbei geschafft. Man hat das Sondervermögen für die Bundeswehr daran vorbei gemacht. Also Corona und eine Bremse, die den Sozialstaat abbauen soll. Also damit will man eine Kürzung beim Bürgergeld oder bei der Rente oder bei Krankenversicherung oder sonst wo rechtfertigen, aber nicht Kürzungen in den Bereichen, die der Regierung wichtig sind. Naja, nee, Moment.
das Corona-Sondervermögen und das Sondervermögen für die Bundeswehr sind unterschiedliche Fälle, weil es in dem Fall eine Regelung in der Schuldenbremse ist, dass man in Notfällen Geld seitens des Staates als Schulden aufnehmen kann. Kann man natürlich als Deficit Spending auffassen. Das ist ja schon in der Schuldenbremse drin als ein Aspekt. Ja. Also es sind zwei unterschiedliche Möglichkeiten, sich an der Schuldenbremse vorbeizuwieseln, aber letztlich hat man die Schuldenbremse in beiden Fällen de facto ausgesetzt. Und was ist ein allgemeiner Notstand? Das ist in der Schuldenbremse nicht definiert. Also man könnte alles zum allgemeinen Notstand deklarieren, alleine deswegen hat so eine Regel nichts in der Verfassung zu suchen. Dem würde ich sogar eigentlich zustimmen. Nur das Problem ist ja, wenn wir jetzt die Schuldenbremse aufheben zum Beispiel und wir sagen, ja okay, wir können Schulden aufnehmen, um zum Beispiel zu investieren. Das ist ja immer so der Grundgedanke. Ja, in Krisensituationen, wenn keiner mehr investiert, dann muss der Staat diese Rolle übernehmen und dann gibt er halt Geld aus, was dann die Firmen oder die Privathaushalte nicht ausgeben wollen und halt zur Investition. Der Grundgedanke, warum man ja ursprünglich die Schuldenbremse eingeführt hat, das hatten wir glaube ich auch im Gespräch, habe ich ja mit Carly mal einen aus unserem Chat, der ist auch eher so politisch in deine Richtung. Die Schuldenbremse wurde ja grundsätzlich eingeführt, weil man sich nicht einigen kann oder konnte, was ist jetzt eine Investition, wofür ist es gerechtfertigt, dass man Schulden aufnehmen kann. Ist das jetzt für die Bildung, kann man das als Investition aufgreifen, kannst du den Sozialstaat, kannst alles irgendwie als Investition aufgreifen, nur dann halt ab 60 ist Schluss, dann gibt es halt, da kann man dann keine Schulden mehr aufnehmen. Es ist halt, du kannst Investitionen nicht definieren, und dementsprechend halt unendlich viele Schulden aufnehmen. Ja, alleine deswegen finde ich diese Diskussion auch ein bisschen schwachsinnig. Also, du hast gerade gesagt, der Staat soll investieren, wenn die Privatwirtschaft das tut. Die Unternehmen machen das seit 20 Jahren nicht mehr. Die Unternehmen sind seit 20 Jahren Sparer. Moment, das habe ich also nicht gesagt. Das stimmt, dass seit 20, 30 Jahren die Firmen die Rolle, die sie ursprünglich ja gedanklich haben, dass sie investieren in die Zukunft. Nur der Grundgedanke dahinter, warum man die Schuldenbremse abschaffen möchte, ist ja, damit das dann der Staat übernimmt, oder nicht? Ja, wer soll es denn sonst machen? Das Ausland? Die privaten Haushalte? Es gibt sonst niemanden. Naja, da kann man jetzt drüber reden, was dann dagegen die Lösung ist. Nur den Punkt, den ich am Ende jetzt hier machen möchte, ist, dass die Schuldenbremse ja einen konkreten Grund hat. Der Grund der Schuldenbremse ist, der Staat soll sich nicht zu sehr verschulden, weil dadurch eben negative Konsequenzen entstehen können, durch zum Beispiel Inflation, durch Geld, was extra gedruckt wird. Was auch Quatsch ist, sachlich. Naja, durch zu hohe Schuldenaufnahme kann eine Entwertung des Geldes entstehen. Nein. Also, wenn du zu viel realwirtschaftliche Nachfrage erzeugst, akut, ja. Aber wenn du einfach nur einen absolut hohen Betrag an Staatsschulden hast, dann entsteht dadurch keine Inflation. Also Japan hat beispielsweise eine Staatsschuldung von weit über 200% des Bruttoinlandsproduktes und unter den Industrieländern mit die niedrigste Inflationsrate. Ich kann bei dem Thema nicht mitreden. Ich höre euch einfach gespannt zu. Ich kenne mich da leider nicht aus. Japan da auch nicht. Das Ding ist, wir rutschen auch gerade so langsam nicht wieder eine Wirtschaftsdiskussion, obwohl wir eigentlich über Wokismus reden sollten. Sind wir denn darauf gekommen? Ja, manchmal entwickeln sich die Gespräche halt einfach in irgendeine Richtung. Ne? Ist ja meistens ganz harmonisch, aber ihr könnt ja vielleicht noch ein, zwei Punkte Ende machen und dann gehen wir, glaube ich, wieder rüber zum Wokismus, denke ich. Warum sind die Japaner auf der Weltrangliste abgestiegen, fragt der fiese Fettsack. Sind sie das? Sie sind doch immer vier, oder? Sie sind die Nummer 3, aber nee, in einer anderen. Nein, nein, das ist die Rangliste, wo du die Wechselkursschwankungen für die Wechselkursschwankungen drin hast. Wenn du dir langfristige BIP-Vergleiche angucken musst, dann brauchst du das konstante kaufkraftbereinigte BIP. Das heißt, du solche Wechselkursschwankungen, die müssen da raus. Und es gibt gerade massive Carry Trades auf den internationalen Währungsmärkten. Das heißt, ganz viele Carry Trader, die leihen sich gerade Geld in Yen, wo sie niedrige Zinsen zahlen müssen und legen das dann in Dollar oder Euro, wo sie mehr Zinsen bekommen, an und dadurch steigt der Wechselkurs des Euro und der Wechselkurs des Yen sinkt.
Das hat realwirtschaftlich nur einen Effekt. Also die Inflation in Japan ist ein bisschen höher, also auch nicht relevant. Die ist da bei 3%, also nicht viel höher als bei uns. Und die japanische Exportindustrie gewinnt massivst an Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, Japan erlebt gerade einen Exportboom durch diese Yen-Schwäche. Das heißt, realwirtschaftlich nutzt das Japan sogar eher. Also dieser Wechselkurseffekt, das ist ja nur ein kurzfristiger Effekt. Wenn Japan jetzt ordentlich Leistungsbilanzüberschüsse macht und die Wirtschaft in der Eurozone weiter abschmiert, dann wird der Yen sich auch wieder auf die alten Stände zurückbewegen. Also kein Land kann dauerhaft so eine schwache Währung haben, wenn es so hohe Überschüsse hat. Also das geht nicht lange gut, zumal die EZB angesichts der Schwäche der europäischen Wirtschaft die Zinsen sehr bald wieder senken wird müssen. Also die Carry Trader, die können temporär Wechselkurse verzerren, aber das ist kein dauerhaftes Ereignis.